Ja, Leute, oh, Wahnsinn. Es ist einfach der Wahnsinn, der pure Wahnsinn. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Kick. Heute spektakulär, wir machen eine Napoli-Soße. Und zwar ganz einfach für euch zu Hause zum Nachkochen. Ihr braucht A, nicht viele Zutaten, B, es geht schnell und C, ihr könnt auf diesen Fertig-Scheiß-Dreck verzichten. Denn selbstgemacht schmeckt am besten und wie ihr ja wisst, Kochen ist kein Hexenwerk. Noch etwas spektakulär, ab heute drehen wir unsere neuen Folgen mit einer neuen Kamera, einer, wie wir finden, Mega-Kamera. Und zwar, lieber Kameramann, vielleicht willst du das mal sagen, ja, mit was du jetzt drehst, weil du hast ja jetzt gar nichts mehr zu tun eigentlich, ja? Also wir drehen hier mit der DJI Osmo Pocket. Das ist eine 4K 60fps Kamera. Natürlich filmen wir jetzt bloß mit Full HD 60fps, weil es einfach sonst viel zu lange dauern würde. Natürlich bei speziellen Folgen können wir das natürlich mal machen. Aber echt gute Kamera, gute Qualität und für den Geld und für die Größe echt super. Okay, also auf gut deutscher Kameramann ist zu faul, das so lange zu bearbeiten. Deswegen kriegt ihr das schlechtere Format. Nein, Spaß. Wird trotzdem mega geil. Und wir fangen an. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen hier eine Schüssel für den Abfall. Und ey, schaut mal, ich habe ein neues Brett bekommen. Die Redaktion hat was springen lassen. 99 Cent Abteilung. Da geht's mal richtig ab. Ich habe einen neuen Schäler bekommen. Noch billiger als den ich davor hatte. Also ihr merkt, wir werden professioneller. Und ja, was brauchen wir? Wir brauchen eine Gemüsezwiebel. Das ist nicht so ein kleines Ding, sondern ein ordentliches Brummer hier. Wir brauchen Karotten, bisschen Sellerie, Knoblauch, Petersilie, Lauch. Du Lauch, Alter, das ist so ein Lauch, ey. Du hast nichts mehr zu tun, ne? Ich weiß. Echt, der Kameramann hat, ihr müsst euch das so vorstellen, der hält so einen kleinen Stick in der Hand, ja, grinst, chillt sein Leben und ich muss arbeiten. Scheißdreck, verdammt. Augen auf bei der Berufswahl. Basilikum. Das gute Öl, damit fangen wir auch gleich mal an. Salz- und Pfeffermischung. Seht ihr ja, könnt ihr eure eigene nehmen. Und ja, hier Tomaten. Und zwar Schältomaten aus der Dose, ganz einfach. Wir haben da die größere Dose genommen. Wir werden nicht alles brauchen. Ihr braucht für zu Hause, um die Menge nachzugucken, so ungefähr 3-4 Dosen. Das ist ein bisschen flexibler, ob ihr lieber mehr Gemüse oder weniger Gemüse drin haben wollt. Ja, und wir starten doch direkt. Zuerst mal machen wir das Öl ein bisschen leicht heiß. Nicht auf volle Stufe, sondern so im untersten Drittel, ja, des Temperaturbereiches. Und wir starten direkt, kannst du auch noch von der anderen Seite filmen, das ist ja klasse. Ja. So, hier, also wir starten jetzt, das ist total spektakulär, wir schälen jetzt die Zwiebel. So, und für alle zu Hause, es gibt keinen Trick, nicht zu weinen. Alles Gerüchte, wenn die Zwiebel will, dass ihr weint, dann weint ihr. Egal, ob ihr irgendwie Wasser im Mund habt oder hast du nicht gesehen. Alles Schwachsinn. Wir brauchen eine halbe Zwiebel. Siehst du, ich brauche noch ein hier die Redaktion wieder. Weiß ich, mein Aufbauteam ist beschissen. So, also. Einfach grob vierteln. Zack, zack. So nehmen und einfach plupp in den Topf schmeißen. Das ist das Tolle an Induktion. Habt ihr gesehen? Es geht sofort los. Jetzt werden wir die Zwiebel oder wir tun die Zwiebel ganz leicht rösch anbrutzeln, ja, so ein bisschen. Und jetzt geht es direkt weiter. Wir haben hier ein Stück Sellerie übrig, schön vom Sonntag übrig, vom Braten. Und ja, da brauchen wir jetzt einfach hier so ein kleines Stückchen. So, machen die bisschen die Schale ab. So, mehr brauchen wir gar nicht. Sellerie ist sehr intensiv. Auch einfach grob in Stücke, rein damit. Und ihr seht schon, ne, das ist wirklich was auch zu Hause, das geht einfach schnell. Ja, Lauch, liebe Leute, wir machen das äußere Blatt vom Lauch ab. Ja, dann seht ihr hier ist der ganze Dreck drin. Gehen wir hier vorne rein, so. Machen das nicht ganz auf. Warte mal, na, Vorführeffekt. Naja, war klar, ne. So, jetzt können wir den schön waschen. Ich bin also sofort zurück. Auch mit dem Lauch machen wir genau dasselbe. Groben Stücke. Das hintere vom Lauch, das ist sehr holzig. Das nehmen wir nicht. Wir nehmen eher den helleren Bereich.
Ja, ihr könnt die ganzen Schalen aufheben, könnt daraus eine schöne Gemüsebrühe machen. Was brauchen wir noch? Karotte. Karotte hier mit dem Mega... Ja. Oh, oh, oh. Ja, leck. Das ist ja Wahnsinn, ey. Ey, habt ihr was gekauft, was funktioniert? Das ist ja krass. So. Da habt ihr euch doch in Unkosten gestürzt, oder? Ein bisschen. Das ist ja Wahnsinn, ne? Das ist ja... Wir sind jetzt im Minusbereich. Ja, das war... Das ist ja kein Wunder bei dem Format. Und ja, wir haben Weihnachten gebraucht, um uns, also ich musste mich mit denen zusammensetzen. Ja, ihr wisst, vor Weihnachten, die waren sehr unnett. Ne? Unnett, ja, gibt es das Wort? Nicht besoffen. Nett halt, ne? Besoffen, ja, besoffen und unnett. Und ja, die wollten mir hier kürzen alles. Und ihr habt gesehen, ich habe gewonnen, ich habe ein neues Brett und einen Schäler. So, Karotte, ja, je nachdem, wie süß ihr die Soße nachher mögt. Ich mag sie Highlands, ne, kommen doch her, nicht ganz so süß. Und ja, deswegen meine ich ganz so viel Karotte rein. Ihr könnt gerne ein bisschen mehr Karotte reinmachen. Was brauchen wir noch? Knoblauch. Schaut mal, Knoblauch, ja. Schön mit dem Messer, übrigens aufpassen. So, schon habt ihr den geteilt. Und jetzt kann ich euch noch einen kleinen Trick zeigen. Wir nehmen mal zwei so Zehen her. Und zwar knacken wir die. Habt ihr gehört? Oh, super leicht ab. So, wunderbar. Den Knoblauch einfach halbieren. Mit rein und ihr hört das brutzelt. So, schaut mal, wie schön es schon brutzelt. Ich mag Knoblauch, deswegen mache ich noch ein Zehchen dazu. Ja, ihr könnt auch mehr nehmen oder weniger. Ihr könnt ihn theoretisch auch weglassen, aber damit halt keine Napoli. Wir wollen eine original italienische Napoli machen. Schnell und lecker. So. Wie ihr seht, einen Kochlöffel habe ich auch geschenkt bekommen zu Weihnachten. War also sehr effizient, meinen Weihnachten. Und wir haben das jetzt ein bisschen angeschwitzt, das reicht auch schon vollkommen zu. Jetzt nehmen wir ein bisschen Wasser zum Ablöschen, so eine halbe Tasse. Und dann kommt eigentlich schon das Gröbste. Wir machen jetzt hier unsere Schälotomaten. Ich habe natürlich hier, wie ihr seht, schaut mal, hier die Profi-Variante. Ja. Könnt ihr im Großmarkt kaufen. Oder es gibt auch so Großhändler, die auch an Privatpersonen kaufen. Nennt sich Schälotomaten in der Dose. Fachbegriff dafür ist Pilati. Die Italiener sagen Pilati dazu. Und das ist das, was wir brauchen. Schön ordentlich was rein hier. Also wie gesagt, das sind so etwa 4 Dosen. Ja, jetzt rühren wir das um. So. Machen etwas, aber nur etwas, Salz und Pfeffer dazu. Tja, meine liebe Freunde, das war's eigentlich schon. Wenn ihr merkt, es ist noch zu dick, einfach noch einen kleinen Schluck Wasser. So, jetzt haben wir ungefähr eine Dreiviertel Tasse Wasser da drin. Ja, und das war's. Jetzt lassen wir das kochen, bis das Gemüse schön weich ist. Und dann zeigen wir euch, wie es weitergeht. Kleiner Tipp noch von mir, lasst den Kochlöffel nicht drin liegen, denn Holz gibt Geschmack ab, wenn der so drin liegt. Kann es sein, dass das Ganze so ein bisschen den Geschmack vom Holzlöffel annimmt. Das wollen wir nicht. Deswegen legt ihn einfach an den Topfrand und gut ist. Wichtig noch, kocht das Ganze auf kleiner Hitze, dass es nur etwas köchelt. Und nehmt bitte keinen Deckel, sondern wir wollen, dass das Wasser ein bisschen verdampft. Wir werden die Soße nicht abbinden. Wir möchten eine rein natürliche, leckere, original italienische Napoli-Soße, meine Freunde. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder zurück. Unser Söschen hat jetzt hier eine Stunde lang gekocht und ihr seht, es hat sich so leicht eingedickt. Ja, was machen wir jetzt? Wir wollen ja eine Soße draus machen. Wir nehmen erstmal unsere Petersilie, plopp, ganz wichtig, und jetzt Basilikum. Ausschalten, es darf jetzt nicht mehr kochen. Ja, wir machen jetzt hier schön Basilikum rein. Boah. Freust du dich schon, Kameramann, aufs Mittagessen heute? Mega. Ne, vegetarisch heute, vegan eigentlich sogar, ja, vegane Soße. Jeder Veganer kann die auch machen, jeder Vegetarier, natürlich auch Fleischesser. Und ich liebe sie einfach, einen frisch gehobelten Parmesan darüber, ein paar geile Spaghetti, al dente gekocht. Dann können es aber keine Veganer mehr essen. Ja gut, es gibt ja nicht nur Veganer. Die Veganer lassen halt den Parmesan weg, so ein bisschen Öl. Und jetzt kommt das Anstrengendste. Also für dich nicht. Ja, für mich, dich, ne? Ja, für mich. Wie immer halt. Ja, ich habe hier so einen geilen Pürierer.
Also ich gehe mal wieder ein bisschen auf. Geh mal weg. Und jetzt pürieren, einfach pürieren. Und schau doch mal, das wird sofort. Ich zeig das mal. Seht ihr das? Wie cremig das schon gleich wird. Ja. Und das ist der Trick. Das Öl. Achtung. Am besten gehst du mal kurz weg. So, schau mal, die geile Farbe, oder? Ja. So. So, fertig. Schau mal, wie cremig das geworden ist. Willst du auch probieren? Nee, ich probiere es später. Wenn wir Nudeln und so essen. Ist ja dein Problem. Warte. Ja, Leute. Oh, Wahnsinn. Es ist einfach der Wahnsinn, der pure Wahnsinn. Es ist der Moment, wo ihr auch ein bisschen Salz oder schwarzen Pfeffer hinzugeben könnt oder vielleicht auch ein bisschen Knoblauch. Macht es einfach so, wie es euch am besten schmeckt. Wir kochen uns jetzt noch ein paar geile Nudeln dazu und sind fertig mit unserer supergeilen Sauce Napoli. Schaut mal hier die Konsistenz. Wartet, ich hole mal eine Kelle. Schaut mal hier, was das für eine schöne, schöne Soße geworden ist hier. Guckt mal. Und da einfach ein paar frische Spaghetti. Mit der Gabel ein bisschen rumrühren, Parmesan, Basilikumblättchen und dann genießen. Das ist Italien, wie es leibt und lebt. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Kochen ist kein Hexenwerk.